Selfio. Do it yourself, aber do it richtig. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Selfio TV. Heute möchte ich Ihnen einen, wie ich finde, recht pfiffigen Artikel vorstellen. Und zwar den Rohrschneideadapter für Metallröhrensiphons. Dieses vielleicht etwas ungewöhnlich aussehende Teil ist ein wirklich nützlicher Helfer. Das Problem: Sie wollen einen Metallröhrensiphon einkürzen. Sie nehmen einen Rohrschneider, legen ihn um das Siphonrohr und beginnen, Druck aufzubauen. Da allerdings die Rohrstärke des Siphonrohres sehr dünn ist, hält das Rohr dem Druck nicht stand und aus dem Rund wird ein Oval. Sie bekommen nicht genügend Druck auf das Schneiderad. Der Schneidevorgang wird dadurch fast unmöglich, da das Rad keine gerade umlaufende Spur, sondern eine Spirale abfährt. Sollte der Schneidevorgang wider Erwarten dennoch funktionieren, wird das Rohr durch seine jetzt ovale Form im schlimmsten Fall undicht. Auch beim Absägen mit einer Pucksäge erhalten Sie meist keinen geraden Schnitt. Außerdem sind die Schnittkanten ausgefranst und scharfkantig, sodass bei der Montage die Gefahr besteht, die Dichtung zu verletzen. Hier hilft der Rohrschneideadapter. Schieben Sie dazu das Siphonrohr über den runden, hochstehenden Rohrhalter. Führen Sie nun den komplett aufgedrehten Rohrschneider in die Führungsschiene des Adapters ein, und zwar so weit, bis die Führungslasche hinten am Rohrschneider anliegt. Drehen Sie jetzt den Rohrschneider so weit zu, dass das Schneidrad mit Druck auf dem Siphonrohr aufliegt, und beginnen Sie das Rohr zu drehen. Drehen Sie, falls der Druck nachlässt, den Rohrschneider während des Drehens nach, bis das Rohr durchtrennt ist. Das Ergebnis ist ein sauberer und gerader Schnitt. Keine Späne oder Grate können die Dichtung verletzen. Das Rohr ist nach wie vor rund und es wird kein Dichtheitsproblem geben. Ich hoffe, Sie sind nun ähnlich begeistert von diesem kleinen nützlichen Helfer, wie ich es war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. So, und das war es auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Machen Sie es gut, machen Sie es selbst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Selfio. Do it yourself, aber do it richtig.